Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Sherwood Extreme. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zum heutigen Spiel. Heute spielen wir das hier. Sherwood Extreme. Hier steht es sogar nochmal. Ja, das Spiel ist so ein Parcours-Spiel mit Shooter-Eigenschaften. Ich spiele das gerade mit Controller. Ich bin dann noch überlegen, ob ich vielleicht doch lieber zu Maus und Tastatur wechsle. Ich suche gerade den Punkt, wo man die Mission macht. So, ich Depp habe jetzt auch endlich mal das gefunden, wonach ich gesucht habe. Hier muss ich reingehen. Und hier sind wir jetzt. Da soll ich dran springen. Und jetzt muss ich hier halt aimen. Guck, jetzt haben wir hier so eine Zeitlupe und jetzt habe ich den Job, ihn abzuschießen. Und irgendwie hängt das Spiel bei mir. Also ihr seht schon den Sinn vom Spiel. Wie das Spiel aufgebaut ist. Ist hier noch einer am Leben? Oh, da lebt einer. Gerade eben lief noch alles, ne? So, der ist auch RIP. Ich denke mal, diese Hühnchen, die soll man einsammeln. Habe ich so viel Aimbot, dass ich den treffe? Ich habe ihn getroffen. Beim ersten Versuch, Leute. Den ich gerade wirklich beim ersten Versuch fast getroffen. So. Hauptziel, Kristalle sammeln. Ich habe schon gesehen, die kommen auf der linken Seite gerade. Euch sehe ich doch. Mann, bin ich stark. Und jetzt kommt der Parcours-Teil. Wenn ich springe und ziele, dann habe ich so eine Slow-Mo. Dann kann ich einmal kurz richtig krass werden. Pam. Hier hinten ist er bestimmt. Genau. Wusste ich doch, hier hinten ist ein Hühnchen versteckt. Das Hühnchen explodiert. Und da ist auch schon mein Hauptziel. Diese Kiste. Und schon habe ich das Level vollendet. Ja, und so funktioniert das ganze Spiel. Ich habe leider nicht die 3 Sterne geschafft, aber ich habe 2 geschafft. Ich habe auch nur 2 Hühnchen gefunden. Machen wir nochmal und versuchen alle Hühnchen zu finden. So, hier oben starte ich. Diesmal schaue ich mich ein bisschen mehr um, um auch die Hühner zu finden. Da oben ist doch eins. Ich sehe es doch. Gut versteckt, um ehrlich zu sein. So, und jetzt darf der krasse Teil beginnen. Pam! Pam. Boom. Weg sind sie. So, wieder Hühnchen suchen. Diesen Multiplikator kriegt man, wenn man halt innerhalb von kurzer Zeit mehrere tötet. Hab ihn. Kravum. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier unten ein Hühnchen ist. Ah, okay. Da bin ich komischerweise tot.
Ja, mit den grünen Kristallen, die ihr gesehen habt, und auch mit den lilanen, die kriegt man durch die Questen. Ja, kann man sich noch verschiedene Sachen kaufen, wie zum Beispiel Skins. Wartet mal, ich gehe auf Maus, weil das muss ich immer wieder umschalten. Ja, kann man sich hier verschiedene Skins kaufen. Noch Hüte, Capes, Heil, all dem üblichen Kram. Da das nur eine Demo ist, gibt es den Online-Koop noch nicht. Den gibt es erst in der Vollversion. Ich weiß noch nicht, ob ich die Vollversion spiele, aber man kann es ja mal antesten, das Spiel. Denke ich mir jedes Mal. Ich würde mir schon gerne eins davon kaufen. Ja, hier gibt es dann auch noch hier so ein Rangsystem. Natürlich auch noch mit einem Battle Pass. Dass je weiter man kommt und je besser man ist, je mehr kann man freischalten. Das Einzige, was ich aber eigentlich kaufen will, ist hier so eine andere Armbrust, wenn ich ehrlich bin. Ja, jetzt hat er auch die Shining-Farben. Habe ich jetzt mal geändert. Und ich glaube, ich wechsle wirklich zu Maus und Tastatur. Weil man mit dem Controller nicht so krass aimen kann. So, Leute, ich habe es gefunden. Rein da. Ich weiß nicht, wie viele Level es in der Demo gibt. Perfekt. Das ist krass, einen Shot gemacht und dabei runtersegeln. Toni, so als hättest du die Welt gerettet. Pam! Zack. Ach, Hühnchen vergessen. Nochmal runter. Okay, hier gar nicht da. Zack. Ich dachte gerade kurz, man könnte die Dinger zerstören. Ich hatte gerade kurz die Angst, ich würde runtersegeln. Ich hab noch getroffen. Komm, ich treff noch. Er lässt die Bombe fallen. Hühnchen. Ich sehe das Huhn. Ich hab das Huhn gesehen. Ich hab doch hier in der Richtung gerade eben noch das Huhn gesehen. Warte mal, das Schiff, kann ich das auch runterschießen? Ich will das einmal ausprobieren. Kann ich das runterschießen? Ja, kann ich. Cool. Habe ich gerade eben einfach nur irgendeine Reflexion vom Feuer gesehen da hinten? Ich finde die Hintergrundmusik aber auch so richtig episch, ne? So, wo ist das Huhn versteckt? Wo ist es? Ah, auf diesen Pilzen kann man so rumjumpen. Oh, die Schiffe versenken wir. Pown! So richtig jetzt in Zeitlupe. So richtig episch. Pown! Das war ich. Daran bin ich schuld. Tschüss! Also cool ist das wirklich. Ein Getränk? Ah, das halt. Das war ein richtig krasser Schuss. Ah, man kann auch mit einem Schild vorausrennen. Oh, ich habe Schaden kassiert. Ich habe mein halbes Leben gerade verloren.
Ich darf aber auch mal krass sein, ne? Ich darf es heute. Darf ich das Schiff jetzt treffen? Danke. Ui, Pilze. Es ist lustig. Ich will hier noch weiter drauf rumjumpen. Ja, oh, da ist das Huhn. Da ist es. Meins, 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 meins. Ja, ich hab es. Hallo, Gegner? Außerdem da. Ich krieg dich down. Also mit F hält man den Schild vor sich. Habe ich jetzt gerade eben gelernt. Ich guck noch, ob hier sich irgendwas versteckt. Die sind aber auch richtig gut versteckt, um ehrlich zu sein. Ich hab's verkackt. So, und jetzt geht's dem da hinten an den Kragen. Und diesmal die Lian treffen. Wieso treffe ich das Huhn nicht? Das Huhn ist zu krass für mich, Leute. Ist doch klar, dass ich es nicht treffe. Hinter dem Teil. Das ist aber gemein. So, gucken, habe ich noch irgendwas vergessen? Ja, Leben ist nicht so gut. So, Leute, ich habe mir im Laden jetzt auch noch einen Vorteil gekauft. Ich habe mir eine Armbrust gekauft. Und der Vorteil von der ist, ich kann jetzt gedrückt halten und habe dann so einen Rapid-Fire-Modus. Heißt, es ist auch viel leichter mit dem Treffen. Oh, hier ist richtig Parcours. Okay, nicht runterfallen in das Gift, denke ich mal. Ich habe ihn endlich getroffen. Okay. Huh. Da ist das Huhn. Na, oh. Ich dachte gerade, ich fliege da rein. Okay, da ist nichts. Da hinten rum könnte was sein. Oh, 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 oh Gott, ich dachte gerade schon wieder, ich würde runterfallen. Komm, da ist doch bestimmt ein Huhn. Ich wusste, dass ich so an den Huhn komme. Ich sehe nur, dass da oben Gegner sind. Da sind auch noch Kristalle, die sollte ich einsammeln. Anders komme ich an die eigentlich auch gar nicht ran. An diese grünen Dinger. So, ich wieder den Krass-Modus anschalten und den wegballern. So. Kabum! Ins Gesicht! Okay, hab ihn ausgenockt. Also im Shop habe ich auch noch gesehen, es gibt noch so eine Sniper-Armbrust. Wie genau das jetzt ablaufen wird mit der Sniper, verstehe ich noch nicht. Noch eine Explosive. Ich habe doch mindestens zwei Hühnchen verpasst. Ist dahinter eins? Ich will es jetzt nicht ausprobieren, weil ich runtersegeln kann.
Da sind auf jeden Fall noch diese grünen Kristalle. Kann ich auch in die Richtung? Nö. Wahrscheinlich mit einem der Pilze dahin. Ich hole mir erstmal den Victory. Das ging jetzt auch deutlich besser als davor. So, immer erst gucken, ob irgendwo sich ein Hühnchen versteckt. Die sind ja die Collectibles. Da muss ich höchstwahrscheinlich lang. Ich glaube, das ist dann jetzt aber auch die letzte Map, die ich jetzt hier teste. Und krass sein, aktiviert. Nochmal auf die Leiche schießen. Oh, hier sind richtig viele. Komm, treffe ich die Bombe. Ich treffe die Bombe nicht. Jetzt habe ich sie getroffen. Mwahaha. Tschüss. Da, ich habe das Huhn gesehen. Auf dem Balken. Den habe ich geholt. Den jetzt auch. Kann es sein, dass hier unten auch noch ein Huhn versteckt ist? Ich habe mich auf jeden Fall reingesprengt. Okay. Krawum, weg ist das Tor. So, krasser Modus aktiviert. Ich habe ihn, glaube ich, getroffen, oder? Irgendwo muss ich doch hochkommen können. Auf den Brunnen, auf das Haus, auf die Mauer. Hätte ja klappen können. Geh weg, Hühnchen. Hier ist es nicht sicher für dich. Den da oben kaufe ich mir. Und jetzt bist du dran. Tschüss. Aber wo sind denn sonst noch Hühnchen? Zack. Das war's auch mit dem. Hier ist kein Huhn versteckt. Gegen mich kommt ihr einfach nicht an. Gebt es doch einfach auf. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich habe es. Und ich habe das Huhn gefunden. Ach, das ist so ein Gesichtsschutz. Lauf! Ich habe es. Ist hier noch irgendwas? Das kann man ja von oben gut ausspähen. Irgendwer schießt hier schon. Ich dachte, ich hätte Pfeile von hier aus gesehen. Mal gucken. Da kommt auf jeden Fall ein großer. Ja, von hier aus kamen Pfeile. Ich hab's doch gewusst.
Kommt er hier hoch? Der ist tot. Ich will nur die Bomben da hinten in die Luft jagen. Mal gucken, versteckt sich hier noch was? Da versteckt sich noch einer. Ich komme zu dir. Zack. Oh. Die haben daran gedacht, dass ich da hoch will. Und nochmal neu das Level. Wir sehen uns gleich wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen, dass euch das Spiel gefallen hat. Wenn ja, ihr kennt den Drill, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.